Herzlich willkommen zu einem weiteren Reaction-Video auf meinem Kanal. Dieses Mal mit Genetik Stille featuring Kollega mit einem 4K-Video. Denke, könnte ganz interessant werden. Ich habe auf Instagram schon gesehen, dass das anscheinend ein Doppelfeature ist. Also nicht, dass da jetzt noch jemand drin ist, aber Koller hat gesagt, dass er zwei Features in einem Abend abgedreht hat, was ganz interessant ist. Also ist er einmal bei 18 Karat und einmal bei Genetik drüben. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir das andere auch geben werde, weil 18 Karat, ich glaube, ich habe noch nie einen 18 Karat Song gehört. Hat mich irgendwie nie gereizt. Der Typ sieht für mich aus wie ein laufender Bionicle und hat mich irgendwie nie interessiert. Kein Disrespect. Ich habe es mir einfach noch nie gegeben. Würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei und starten direkt rein. Los geht's. Boah. Wahrscheinlich der Album-Trailer, oder? Ah ne, einfach nur... Also, das gehört wahrscheinlich nicht zum Song und ich find's schon fett. Das ist halt, es erinnert einen an so dicke, synthetische Filmmusik von irgendwelchen spannenden Sequenzen von zum Beispiel Breaking Bad. Aber es soll nur ein Beispiel sein, aber es hat direkt so ein paar Feelings. Ich find's geil. Hm. Ja, guck mal, ich habe mir lange nichts mehr von Genetik gegeben. Wir haben jetzt anscheinend schon wieder neue Masken mittlerweile und die sehen sick aus. Die sehen sogar sick aus. Aber nee, es ist... Ey, das sieht cool aus. Mal wieder was anderes. Sind weg von ihrem... Ich weiß nicht, wie gesagt, lang kein Genetik mehr gehört. Sind mittlerweile weg von ihrem DNA-Style gegangen, wo sie noch diese Alien-Masken hatten und sind jetzt mehr auf dem Trip hier. Das sieht ziemlich cool aus. Sieht aus wie ein ziemlich aggressiver Purge-Sido-Style. Boah, Boss-Genetik, auch geil. Auch geil, coole Anspielung. In Verknüpfung mit den Namen. Ich find's auch geil, wie dieser Streicher-Beat hier gerade einsteigt. Das hat so ein altes Feeling wieder. Graue Schwaden, die an Hausfassaden hängen wie Weed-Dunst. Fahr im Benz durch die Siedlung. Seh mich ernst in der Street um in den... Okay, okay. Stimme von Koll ist interessant abgemischt. Du hast, ich hab's ja schon mal gesagt, prinzipiell wird alles in einem Frequenzspektrum unterteilt. Du hast tiefe Frequenzen, die mittleren und die hohen. So kann man das ungefähr sagen. Die hohen Frequenzen sind für vieles verantwortlich, was Klarheit, Glanz und Präsenz einer Stimme angeht. Aber vor allen Dingen muss man aufpassen, dass es da nicht zischelt. Ich will nicht sagen, dass es bei Kolle zischelt, aber die Höhen sind so stark verdichtet, so klingen sie zumindest, so stark angehoben und verdichtet. Ich versuche halt nicht zu sehr ins Produzentengelaber abzudriften und es möglichst verständlich zu erklären. Das ist halt schon fast wirkt wie so ein, ich weiß nicht, es wirkt schon fast ein kleines bisschen so, es klingt fast ein bisschen so wie in der Box. Die an Hausfassaden hängen wie Weed und also das ist so stark verstärkt, das habe ich so von ihm noch nicht gehört. Also auf seinem letzten ZHT5-Album war das noch nicht so. Ich guck gerade mal, wer das abgemischt hat. Nicht, dass es ein Fehler wäre oder so, aber ich finde es einfach eine interessante Herangehensweise, die ich so noch nicht gehört habe. Ich finde es immer krass, wenn sich jemand was, nicht Neues unbedingt, aber mal was anderes traut. Kamera, Edit. Schlussvideo. Produced by Out of This World. Ja, also sick wahrscheinlich. Okay. Graue Schwaden, die an Hausfassaden hängen wie Weed-Dunst. Graue Schwaden, Hausfassaden hängen wie Weed-Dunst. So schön verknüpft. Aufeinander gereimt. Direkt viersilbig. Weed Dunst wird dann wahrscheinlich der Reim auf die nächste Zeile. Benz durch die Siedlung, seh mich ernst in der Street um. Nice. Benz durch die Siedlung, seh mich ernst in der Street um. Das ist geiles Storytelling. Da ist jetzt noch kein krasser Reim drin, aber ich find's halt cool, wie er innerhalb von einer Line schon so einen düsteren Sachverhalt schildert auf so einem sehr, sehr atmosphärischen Beat und damit so eine Art eigene Atmosphäre aufbaut. Und das halt mit coolen Reimen. An Hausfassaden hängen wie Weed-Dunst, fahr im Benz durch die Siedlung, seh mich ernst in der Street um, in den Ernst in der Street um, auch wieder fünfsilbig. Gesichtern der meisten stehen kriminelle Motive, wie bei den MS-13-Jungs mit einer Gang-Tätowierung. Kriminelle Motive, ja, weil Gang-Tätowierung, also heißt, du hast ein Motiv irgendwo stehen und weil es eine Gang-Tätowierung ist und Gangs sind bekanntlich kriminell, zumindest die Kollega hier meint, also kriminelle Motive. Kein Übervergleich, Vergleiche mit Motive, also... Wie sagt man, Absichten und Motive im Sinne von Bild, die gab es wie Sand am Meer. Ich habe auch welche gemacht. Die Motive dieser Hinterwäldler sind durchschaubar, so wie Kirchenfenster. Alles andere als ein Übervergleich. Es kommt wirklich, wie gesagt, bei diesen ausgelutschten Vergleichen ist es meiner Meinung nach einfach, da weiß einfach jeder, dass die schon jeder hatte. Deswegen kann man jetzt prinzipiell nicht sagen, der und der hatte den schon, weil die jeder schon mal hatte. Wichtig ist nur, wie du es ausführst und ob du es nochmal unterhaltsam machst. Ich finde, prinzipiell ist das Ding schon tot, aber es tut... nicht weh, wenn das so ausgeführt in einem Track vorkommt, finde ich. Keiner redet. Ich
Ich glaube aber trotzdem, dass das irgendwann mal bei Boss Explosive in Lines, die schon jeder Esel hatte, mit reinkommt. Weil das ist, stimmt halt. Quiet Place, niemand da, ich sag Gang-Tätowierung, keiner redet. Quiet Place, niemand da, ist das Siegerstraße oder Leidensweg? Leidensweg, Quiet Place, keiner redet. Und mittendrin noch die Reime, wieder da, Siegerstraße, wie war das? Zweifel, die mich mit Quiet Place, niemand da, ist das Siegerstraße oder Leidensweg? Auch geil. Zweifel, die mich beschleichen, sie kommen still und leise. Wich sie zur Seite wie den Regen auf der Windschutzscheibe. Bisher nur Storytelling, aber ich find's halt geil, was für ein, wie gesagt, was für ein düsteres Bild er zeichnet. Und das mit unglaublich geile und sinnfixierte, zusammenhängende Reime verpackt, die auch noch in sich einen Sinn haben und miteinander connecten. Das finde ich stark. Vorhin haben wir auf Ehrenmann von San Diego reagiert und das hat mir da in Gänze gefehlt, komplett. Das finde ich so überragend bei Kolle, wie er das mittlerweile wieder drauf hat. Auch bei ihm hat's ein bisschen gehangen. Er ist da generell auf dem Top-Level, aber ich finde, ja, gerade bei Alphagene 2 zum Beispiel, da hat mich doch sehr gestört. Auch beim Monument fand ich es noch schlimmer, wenn ich ehrlich bin. Aber hier, Top-Level wieder, top. Lies meine Texte und deine innere Stimme beginnt anstatt wimmernd einfach Killer zu klingen. Ist deine innere still und leise da, ist das Siegerstraße oder Leidensweg? Zweifel, die mich beschleichen, sie kommen still und leise. Wich sie zur Seite wie den Regen auf der Windschutzscheibe, lies meine Texte. Vor allem Windschutzscheibe, still und leise. Ist alles, ja, ist relativ kompakt, aber es ist halt sehr universell und trotzdem fühle ich es halt auch, also dieses Zweifel schleichen sich ein und kommen still und leise. Ja, das ist, kenne ich, fühle ich, ist halt einfach so. Und ich finde es interessant, dass der Boss auch mal aus seiner Rolle rausgeht, um sowas zu erklären. Ich meine, es kann auch Teil sein, weil es, wie gesagt, eine sehr universelle Schilderung ist. Aber trotzdem denke ich mir mal, das kommt auch vom Herrn Felix Blume persönlich. Das ist meiner Meinung nach die ekelhafteste Form von Selbstzweifel, die du gar nicht bemerkst und die einfach da ist in deinem Hinterkopf und die ganze Sachen einflüsterst, die du eigentlich gar nicht glaubst und über die du lachen würdest, wenn du sie laut aussprichst, aber weil sie halt einfach, wie Kolle sagt, still und leise sind, bemerkst du sie nicht. Wieder viel zu ausschweifend, weiter geht's. Texte und deine innere Stimme beginnt anstatt wimmernd einfach Killer zu klingen. Es ist und bleibt ein Kampf mit der Versuchung und wenn ich verliere, wird meine Vergangenheit zur Zukunft. Such die Stille, diese. Auch krass, wenn er verliert, wird die Vergangenheit zur Zukunft. Kolles Vergangenheit war ziemlich düster, also hat er ja in unzähligen Tracks mittlerweile thematisiert. Also ich glaube, da weiß jeder Kolle-Fan mittlerweile Bescheid, dass er mit 16, 17 ungefähr noch zu Hause in wirklich arm und schlimmen Verhältnissen aufgewachsen ist und dann, als er ausgezogen ist, ich glaube schon davor mit Deals, Weed Deals und so weiter angefangen hat und Sachen illegal verscherbelt hat, um sich das Leben ein bisschen aufzubessern, aber damit die Kriminalität in sein Leben geholt hat. Es lief nicht rosig. Und er will quasi sagen, wenn er sich nicht weiter am Riemen reißt, dann wird's wieder scheiße wie früher. Davor hat er Angst. Und das hat er halt, gerade auf Löwe, auf Monument hat er das schon mal stark thematisiert. Und ich frage mich wirklich, ob das so eine Art kleiner Hilfeschrei sein soll. Also nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht so dramatisch klingen, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Was ich damit meine ist, er thematisiert ständig, dass er, also Kolle ist ja wirklich absolut, ein absolutes Arbeitstier. Ich kann mir halt vorstellen, dass er sagt, dass dieser unglaubliche, ungesunde Hassel, weil er sagt ja auch, er schläft teilweise um 3-4 Stunden nachts, daher rührt, dass er Angst hat, dass sein Leben wieder komplett shiftet, dass er das verliert, was er sich aufgebaut hat, wenn er aufhört. Und das kenne ich. Ich bin jetzt kein Millionär mit einem Haufen Geld und mit einem Standing. Was ich damit sagen will ist, über die Jahre baut man sich einen gewissen Skill auf, ein gewisses Können und ein gewisses Maß an Hab und Gut. Und Standing zumindest in seinem eigenen Kopf. Wie man wirkt, wie man tut. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, rückschrittig zu werden, dann hast du das Gefühl, du verlierst das alles wieder. Obwohl das nicht stimmt. Aber das sind diese Zweifel in deinem Kopf. Und wenn du dann eben auf diese Zweifel hörst, ohne es zu merken, dann kriegst du diesen anderen Druck, weil du dir denkst, wenn ich jetzt aufhöre, verliere ich das alles wieder. Und das ist ein mordsmäßig ekelhaftes Gefühl. Diese verlogene Umwelt ist ein bedrohliches Umfeld. Wie ein exotischer Dschungel, ich kam nach... Exotischer Dschungel, auch geil. Oben von unten gegen eine Umwelt ist ein bedrohliches Umfeld, wie ein exotischer Dschungel. Bedrohliches Umfeld. Nice. So geil, 6 Silben Reimkette direkt hintereinander rausgeballert. Ich liebe sowas. Kam nach oben von unten, ging nur in Kampfstellung raus und nach dem. Oben von unten geht er direkt in die nächste Line weiter und reimt dann auf Kampfstellung raus. Tankstellenraub hieß es Langstreckenlauf. Junge, wirklich, er fährt eigentlich diesen ZHT-5-Film einfach weiter, die ganze Zeit. Ich liebe es wirklich, Reimtechnik ist böse, ist richtig böse. Es ist so gut, wirklich,
Erst reimt er seinen 6-Silben-Reim in die nächste Zeile mit rein, geht dann auf verlogenes Umfeld und reimt dann auf dieses Wort noch zweimal drauf, oder? Von unten ging nur in Kampfstellung raus. Ach, Kampfstellung raus, meinte ich. Tankstellenraub hieß es Langstreckenlauf. Tankstellenraub, Langstreckenlauf, schon wieder. 4-silbige Nomenreime, kickt er einfach mal hintereinander und es ist sinnverknüpft. Es sind zwar Schlagwörter und es wird nicht so detailliert erklärt, aber darin verrennen sich vor allem Anfänger, dass sie meinen, sie müssten das alles zu detailliert erklären und machen dann halt Flow-Fehler, dass sie dann zu viele Wörter in eine Zeile pressen. Und Kollega nutzt halt hier nur Schlagwörter und reiht diese Sachen aneinander, sodass beim Zuhörer quasi gedanklich ein einheitliches Bild entsteht. Aber weil diese Wörter, die er benutzt, halt auch so eloquent sind und von etwas gehobenerem Sprachgebrauch, wirkt es halt auch nicht schlecht. Es ist zwar... Wie nennt man das Stilmittel nochmal? Ich glaube, es war die Ellipse. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe die lange nicht mehr gelernt für mein Deutsch-Abi, da das ja mittlerweile schon seit einem Jahr rum ist. Zeit verfliegt. Aber Ellipse oder Chiasmus, eins von beiden. Dass du Satzglieder, die eigentlich für einen Syntax wichtig sind, rauslässt, aber der Sinn beibehalten wird. Und das machen viele Rapper, Kolli hier auch, um halt wirklich eine richtig exzellente Reimtechnik in einen sauberen Flow zu bringen. So wie es früher mal gemacht hat. Er hatte 2017, 2016 mal eine Phase, wo er halt versucht hat, zwischen diesen Reimen, um halt noch mehr Sinn in die Texte zu bringen, viele Triolen mit reinzubringen oder sogar kleine Double-Time-Passagen, wenn der Beat langweiliger war, länger war. Langsamer, so. Und das hat sich für viele unroutiniert angehört. Ich fand's okay, aber mir gefällt dieser Kolle um einiges besser, weil er diese kompakten, geil verstrickten Zeilen hat. Darauf stehe ich halt einfach. Ich finde das gut. Das ist eine Kunst. Das ist eine absolute Kunst. Hab ich niemals verkauft. Das sind reale Berichte und keine Fabelgeschichten. So geil, wie Caruso hier im Hintergrund mit rumhampelt. Wie die Abendnachrichten. All die Menschen, die blind unter Hochspannung stehen, sind nur... Man merkt auch, dass Caruso ein deutliches Stück kleiner als Kolle ist. Ich kann's ihm nachfühlen. Ich meine, ich bin auch nur 1,75 groß. Und der gute Kolle ist ja... 1,85 oder so, also gute 10 bis 15 Zentimeter größer, weil ich glaube, er kratzt fast an die 1,90, ich weiß es nicht mehr. Deswegen haben sie ihn meistens vor ihm positioniert, aber wenn er hinter ihm steht, fällt es schon auf. Fähnchen im Wind wie beim Mondlandungsfake, diese Welt ist nur eine Show. Und jede Stresssituation nur eine Testsimulation. Situation. Okay, das Zion am Ende reimt sich halt komplett aufeinander. Das ist quasi kein Reim. Aber der Rest ist schon wieder so geil. Stress, Situa, Test, Simula. Also auch schon wieder. Also wieder komplettes Nomen aufeinander greimen. Ich liebe ja Nomenreime. Ich habe ja vorhin gesagt, seine Technik ist kompakt. Und Nomenreim ist das Kompakteste, was du reimen kannst. Du hast ein Wort, dann ist es auch noch ein Nomen. Was schwieriger, meiner Meinung nach schwieriger im Text unterzubringen ist, als zum Beispiel ein Verb oder ein Adjektiv, weil die kannst du eigentlich überall dranhängen oder zumindest so verschachteln, dass du sie einfacher hast, um einen sinnvollen Satz aufzustellen. Aber wie gesagt, Nomenreime ist hart. Ist wirklich hart. Und dann auch noch so lange und es macht trotzdem Sinn. Ich meine, er erzählt eigentlich nur von Struggle die ganze Zeit. Aber hier ist es, das ist wie bei brutalem Gangster-Rap. Oft ist nicht das Wie wichtig, nicht das Was wichtig, sondern das Wie. Und das Wie ist bei Kolle wirklich, ich glaube, Kolle hat eines der krassesten Wies in ganz Deutschland. Rauchschwaden, Paradox, Leben ist ein Test, doch ich kenne keine Aufgabe. Komplett, Beat setzt komplett aus, ist auch geil gemacht. Schau mich um, da ist niemand mehr, was bleibt, ist die Stille. Ich find's aber auch geil, der Beat setzt aus, aber das Video, was macht das Video? Ja genau. Paradox, Leben ist ein Test, doch ich kenne keine Aufgabe. Ja genau, wird kurz schwarz dann, aber dann sieht man direkt Caruso aus dem Wagen aus. Schau mich um, da... Video ist auch gar nicht so krass gedreht, es gibt eigentlich nur Szenen, wo die fahren und Szenen, wo so ein paar B-Roll-Clips und dann noch Stellen, wo die halt zusammen performen. Muss auch gar nicht aufwendiger sein, finde ich. Aber ich finde halt, dafür ist, wie gesagt, Kameraauflösung und so weiter krass und ich finde halt auch das Schwarz-Weiß-Video macht halt enorme Feelings. Da ist niemand mehr, was bleibt, ist die Stille. Nicht in diesem Leben ist für immer. Ich weiß, mein Stern da oben wird mich eins verlassen und geht unter. Doch die 9mm funkelt. Und dann kam die Stille. Das ist geil gemacht von der Hook. Ich muss ganz kurz nochmal auf Carusos Maske achten, weil es bestimmt auch geil ist, die aufzusetzen. Du hast da hinten dieses Band, das ziehst du über und schon hast du die auf. Nicht so wie bei meiner Maske, das ist übelst eklig. Ich glaube, da muss ich mir irgendwann nochmal ein bisschen Abhilfe schaffen, weil die ständig aufzusetzen, ist grauenhaft. Da oben wird mich eins verlassen und geht unter. Doch die 9mm funkelt. Und dann kam die Stille. Eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und dann kam die Stille. Versteinerte Sinne, aber bis zum Ende eiserner Wille.
Rapper schauen auf mich herab, denn ich hab sie gekillt. Zur Hook sage ich erst was, wenn die wieder wiederholt wird, weil die muss ich einfach nochmal auf mich wirken lassen. Jetzt habe ich erstmal den Sound davon abbekommen. Das ist halt, das passt halt perfekt auf den Beat, finde ich. Aber ich muss mir später halt nochmal was zum Sinn. Da muss ich mich nochmal drauf konzentrieren später. Jetzt erstmal Carusos Part. Killed, geboren mit Tränen in den Augen, das ist Kappas Drip. Es ist ein kurzer Weg von der Nabelschnur zum Strick. Leben beginnt mit einem Schrei, aber es endet still. Erinnere mich an diese eine Zeile bei schlechte Deutschrap-Lines, wo ja gesagt wurde, dass sich jemand an der Nabelschnur aufhängt oder irgendwie sowas. Aber da, wo ja der Sinn komplett verkackt war. Caruso zeigt hier auf jeden Fall, wie man es richtig gut verpackt und ein bisschen mehr als Metapher ausdrückt. Also es ist eigentlich keine Metapher, aber wie so, das finde ich ganz geil. So Nabelschnur, die Schnur, mit der das Leben, also die oft mit dem Beginn des Lebens in Verbindung gebracht wird, und der Strick, der für viele Suizidgefährdete oder Suizidbegehende am Ende halt auch das Leben beendet. Ich finde das nett. Ich finde das wirklich cool. Das ist jetzt nichts Überkrankes, aber ich finde, das zeugt einfach von Witz, von so ein bisschen Verstand, sowas mit reinzubringen in den Text. Von der Nabelschnur zum Strick. Leben beginnt mit einem Schrei, aber es endet still. Die nackte auch geil. Wieder das Gleiche. Dieses Mal ist es aber ein Kontrast. Vorhin war es eine Gemeinsamkeit und jetzt hast du mit Schrei und Stille, hast du halt den Unterschied, und weil der Song auch Stille heißt, gibt das Ganze halt nochmal ein kleines bisschen mehr, wie sagt man, das hebt das Ganze auf noch eine coolere Ebene. Finde ich sehr stark. War halt diese Home ein Sidechick, ganz normal für mich, dass ich sie mit meinen Brüdern teile. Weißt du, was ich meine? Die Art und Weise der meisten zu leben ist nicht die meine. Die glauben zwar, dass sie frei sind, doch gehen an der Leine, schweigend und leiden. Lebende Leichen mit dem Ziel, Kröten zu machen. Die Kröten, Leiche in Teichen, zeigen auf uns mit dem... Er float hier einfach komplett durch, er holt gar keine Luft mehr. Entweder haben die das in mehreren Takes aufgenommen, ich könnte das nicht, ich müsste irgendwann Luft holen. Sag ich ganz ehrlich, ich kann es zwar besser als früher, aber der Atem muss noch trainiert werden auf jeden Fall. Und bei Caruso, ich würde es ihm zutrauen, der Typ macht das nicht seit gestern. Der zieht sich zwar hin und wieder mal was rein, was bestimmt die Lungenkapazität auch ein kleines bisschen beansprucht, aber ich würde es ihm trotzdem zutrauen, dass der Typ einfach spitten kann. Also das sowieso, aber dass er einfach durchziehen kann. Fingern, wie bannen wir diese beiden, doch sind zum Scheitern verurteilt, als ob ihn Allah nicht speichert. Doch es reicht, hier kommen zwei, mit dir zwei Läufen, zwei und zwei, und ich wollte bleiben, 22 an im Leib, und du wirst bleich, alles voll. Ja, die Stimme auch so richtig rau wird gerade, wie er sich reinsteigert, das ist stark. Blei, so viel Blei, bis Kreide bleich, die Polizei malt Kreidekreise um die Leichen voller Blei. Kreide weiß, kein Beweis, keiner schreit, Stille kehrt ein, der Tod kommt leise, ich hab Schalldämpfer dabei, zwischen den Zeilen im Geheim, steckt der Teufel im Detail, in jeder Line, in jedem Reim, so wie das Blei in deinem Leib, du glaubst es reicht, nein. Noch 2x2, hier siehst du zweimal Nummer 1 wieder vereint. Nicht seit Tag 1, doch seit inzwischen langer Zeit. Und ich lass kein Zweifel erscheinen, dass jeder weiß, dass wenn wir zwei einreiten, dir nichts bleibt, als auf Eisen zu beißen und verneigen. Also, okay, um das jetzt gerade nochmal zusammenzufassen, weil ich jetzt, das musst du eigentlich als Ganzes sehen, was er gerade gebracht hat, weil das eigentlich eine zusammenhängende Reimkette war mit ganz vielen Eisilben, die halt als Ganzes knallt. Es war schwer, sich da gerade was rauszupicken, aber insgesamt geht es halt ziemlich nach vorne, und ich fand es wirklich cool, dass es da so eine dynamische Steigerung gab, dass Caruso am Ende immer rauer und immer mehr nach vorne gegangen ist. Das war ziemlich cool. Und dann kam die Stille. Das finde ich aber auch geil, wie immer der Cut vom Beat ist. Stille halt, ne? Stille, passt ziemlich gut. Na halt, Kolle mit seinem "Und dann kam die Stille". Das ist auch saugeil. Eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und dann kam die Stille. Versteinerte Sinne, aber bis zum Ende. So, Aufnahme wurde hier wieder abgebrochen, wir machen einfach weiter. Eiserner Wille, und dann kam die Stille. Eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und dann kam die Stille. Versteinerte Sinne, aber bis zum Ende eiserner Wille. Okay. Ja, okay. Ich muss sagen, viel kann ich zu der Hook dann leider auch nicht mehr sagen. Also ich würde nicht sagen, mehr erwartet von der Hook, aber sie, ich weiß nicht, sie macht eigentlich das, was eine Hook soll. Sie nimmt einfach die Kernaussage des Tracks und bildet sie ab. Und da bleibt mir eigentlich auch nicht viel zu sagen. Das ist, soweit ich verstanden habe, einfach nur wieder Struggle. Oder was versucht... Okay, warte. Wenn ich jetzt sagen müsste, was die Stille metaphorisch bedeuten sollte, könnte ich es dir noch nicht ganz auf den Punkt bringen. Versteinerte Sinne, verleierte Himmel, alles... Und dann kam die Stille. Eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und dann kam die Stille. Versteinerte Sinne, aber bis zum Ende eiserner Wille.
Und dann kam die Stille. Eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und dann kam die Stille. Versteinerte Sinne, aber bis zum Ende eiserner Wille. Ja. Ist halt Struggle. Ich kann's dir immer noch nicht ganz auf den Punkt bringen, was jetzt die Stille ist, aber ist ein geiler Track, den würde ich tatsächlich öfter hören, allein weil er diese gewisse Finesse und das Feeling hat, was ich persönlich mehr feiere und mehr fühle, als zum Beispiel den neuen Track von Sunny, was nicht heißen soll, dass der Kacke ist, aber nein, das soll es überhaupt nicht heißen, aber wie gesagt, es ist einfach mehr meins. So, das war meine Reaction zum neuen Track von Kolle und Genetik. Finde ich cool, dass die mal wieder was zusammen gemacht haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Wir gehen auf deine Crew los, wir sind wie der Mond, so eiskalt und blutrot. Wenn das Licht erlischt, bei totaler Finsternis. Steckt euch nachts um drei in die Särge, bin gewaltbereit, alle sterben. Reine Leere in meinem Herzen, wenn das Licht erlischt.